Wir sind wirklich gerührt, wie großzügig Sie sich verhalten. Und wir wissen zu schätzen, wie Sie versuchen, die Wogen zu glätten, anstatt die Sache noch zu verschärfen. Bitte, das ist doch das Mindeste. Ja. Nein, kommen Sie, ich meine, so viele Eltern ergreifen doch einfach Partei für ihre Kinder und führen sich selbst auf wie Kinder. Hätte Ethan unserem Zachary die zwei Zähne ausgeschlagen, hätten Alan und ich wahrscheinlich viel emotionaler reagiert. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so gelassen wären. Aber natürlich. Sie hat recht, ich wäre mir auch nicht sicher. Ganz bestimmt. Weil wir alle wissen, dass es auch andersrum hätte passieren können. Was sagt Zachary eigentlich dazu? Wie geht er mit der Situation um? Er redet nicht viel. Er ist etwas überfordert, denke ich. Aber ihm ist klar, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat. Nein. Nein, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat, das ist ihm nicht klar. Wie kannst du das denn sagen? Es ist Zachary natürlich klar. Ihm ist klar, dass dieses gewalttätige Verhalten inakzeptabel ist, nicht, dass er einen Klassenkameraden entstellt hat. Sie stören sich an dem Wort, aber ich fürchte, es bringt es auf den Punkt. Mein Sohn hat Ihren Sohn nicht entstellt. Ihr Sohn hat unseren Sohn entstellt. Kommen Sie nach der Schule, sehen Sie sich seinen Mund, seine Zähne an. Vorübergehend entstellt. Dem Mund fehlt nichts, da muss nur die Schwellung zurückgehen. Und wegen der Zähne. Wenn nötig, stellen wir gerne etwas bei, damit er den besten Zahn hat. Dafür sind wir versichert, hören Sie. Was wir wollen, ist, dass die beiden sich wieder zusammenraufen. Es muss doch unser Ziel sein, dass sowas nicht wieder passiert. Dann verabreden wir ein Gespräch. Ja, ganz genau. Sollten wir dabei sein? Wir brauchen kein Coaching. Kommt, die regeln das unter Männern. Unter Männern? Alan, mach dich doch nicht lächerlich. Aber vielleicht müssen wir wirklich nicht dabei sein. Ich meine, vielleicht ist es besser, wenn wir nicht dabei sind, oder? Also, ich glaube, die Frage ist nicht, ob wir dabei sind oder nicht. Die Frage ist, wollen die beiden sich aussprechen? Wollen sie das zwischen sich klären? Ethan, ja. Und Zachary? Dem lassen wir keine Wahl. Es muss von ihm ausgehen. Zachary führt sich auf wie ein Schläger. Wir werden nicht warten, bis er das von allein einsieht. Wenn Zachary diese Aussprache als Strafe versteht, weil er dazu gezwungen wird. Bitte aber, ich wüsste nicht, wie dabei irgendetwas Positives herauskommen soll. Mrs. Longstreet, unser Sohn ist ein Wahnsinniger. Wenn Sie hoffen, dass er sich ganz spontan, einsichtig und reumütig zeigt, dann träumen.